Hallo und herzlich willkommen zurück zu SNS Brotherhood. Wir sind ja immer noch hier bei auf dem Weg zum Trockendock. Oh, und können hier hoch. Ich wollte mich jetzt gerade losstürmen auf diese Leute. Aber so macht das die Situation natürlich um einiges leichter. Wir haben immer noch hier die Giftnadeln, die wir aber eventuell nicht brauchen werden. Solange wir hier oben ganz leise und vorsichtig vor allen Dingen uns längs schleichen. Aber aller spätestens hier werden wir sie wohl benötigen. Ich hoffe, die anderen zwei merken hiervon nichts. Weil hier gilt auch die Devise, ihr wisst nicht, wie oft ihr hier wieder zurückkehren werdet zu einem Punkt. Deswegen immer schön alles fleißig mitnehmen, was ihr gebrauchen könntet. So. Ist die Kanone bereit für den Test? Wir arbeiten Tag und Nacht. Meine Männer können nicht schneller. Ich fragte, ob sie bereit ist. Fast bereit. Dann müsst ihr noch eine Nacht schicken. Dein Leben. Ich glaube, ich gehe mal auf die Armbrust. Alles andere wäre viel zu laut. So. Jetzt wird wahrscheinlich gleich einer von euch sagen, oh, wie langweilig ist der denn? Aber lieber langweilig, als großartig auf Tab zu werden dabei. Genau, langsam stapelt ihr euch, genau. So. Wir gehen natürlich jetzt gerade ein Risiko ein, indem wir hier gerade das machen, aber... Na gut. So. Irgendwo da oben soll der sein. Okay, das war wahrscheinlich wieder sowas von wegen, ich hätte durchschleichen müssen. Oder, ich weiß es noch nicht. Ach nee, das war ja mit den Tore öffnen, ne? Genau. Oh, daher.
Da haben sie es ja total geschafft, also was laber ich denn da wieder? Ach ja, Leute. Hä? Ach so, wir haben gar keine Armbrust gerade in der Hand. So. Andiamo! Forza ragazzi! Jetzt haben wir ihn! So. Kugeln habe ich keine mehr. Ich glaube auch nicht, dass er welche mit hat. Das wäre ein bisschen sehr sonderhaft. Armbrustbolzen. Na gut. Immerhin haben wir ein paar Armbrustbolzen wieder gekriegt. Und auch Gift, was wir verschossen haben. Haben die alle immer so viele Rauchbomben bei sich? Na, möge das einer verstehen. Und ich habe eine Kugel wieder. Welch ein Wunder. Mal sehen, ob du die Hand beißt, die dich füttert. Bitte was? Und hier gilt wieder die Devise, in die Steuerung zu gehen. Schon anpassen. Und ich habe vergessen, es zu speichern, die... Es hat anscheinend funktioniert. Finde ich schön, finde ich gut.
Und finde ich praktisch. Hey Leute, das ist mal eine längere Mission. Ich hätte halt damit nicht gerechnet, deswegen hatte ich beim letzten Mal auch gar nicht so weit aufnehmen können, so schnell. Und auch das haben wir jetzt geschafft. Ja, Leute. Und somit haben wir eine weitere Nebenmission, die grandios war, muss ich sagen. Sehr grandios. Geschafft und auch erledigt. Die Leute da drinnen. Perdonatemi, Leonardo. Hat er gerade... Leonardo. Ach ja, logisch. Natürlich, Leonardo hat ja die ganzen Dinge alle immer gezeichnet. Platsch. Okay. Wir haben den Erfolg Platsch freigeschaltet.
Ich komme so nenne ich auch die Folge. Das Dockendeck erreicht Platsch. Und Platsch einfach. So. Ganz stumpf, aber immerhin, ja, passend zu der Folge. Natürlich ist noch nicht zu Ende. Ich werde jetzt noch schnell ein paar Sachen einnehmen oder einkaufen oder was auch immer. Und werde dann auch zusehen, dass ich dann kurz... Oh. Ich sollte die Steuerung wieder umlegen. Hat niemand gesehen, hat niemand gemerkt. So, was wir jetzt noch machen, ist halt, wie gesagt, dass wir auf die Karte gucken und ein paar Läden raussuchen. Am besten direkt in die Richtung. Unser Scharfrichter wurde zuletzt durch die überstürzte Entbindung von seiner Pflicht zutiefst in seiner Berufsehre gekränkt. Irgendwie hört sich das verkehrt an. Entbindung USW, ne? Also... Na, egal. Ich merke gerade, wir haben so die Pferde so in dem Spiel so gut wie gar nicht genutzt, großartig, ne? Die Pferdestelle. Heißt, es wird langsam mal Zeit, dass wir die hier kaufen und so. So. Definitiv eine Info an euch. Ich werde, wenn ihr das gut findet mit dem Bonusparts und ihr mir das auch drunter schreibt, mal endlich, werde ich auch mal fortsetzen mit dem Bonusparts. Was ist denn jetzt los? War total irritiert gerade. Und definitiv, wenn ihr dann sagt, ja, hier, mach weiter. Wir wollen noch sehen, was danach und danach kommt. Dann mache ich das auch. Aber ich brauche halt die Bestätigung von euch. Ja, okay, ihr wollt das sehen. Ihr wollt sehen, was danach kommt. Und danach und danach. Also, wenn ich nämlich jetzt... Sag ich mal so, wenn ich jetzt mitten in der Mission bin, nach dem, beim 10. Bonuspart, dann ist das was anderes. Dann mache ich den auch noch mit. Aber so für und an sich mache ich dann Schluss. Wenn ihr jetzt sagt, wenn ihr nichts schreibt. Ne? Klar, ist vielleicht leicht arschig, aber... Hey, ihr habt mir nicht geschrieben im Endeffekt, ob ihr das weiterhin dann möchtet. Ist natürlich gar nicht böse gemeint. Ich finde das natürlich auch gut, wenn ihr sagt, okay, wir schreiben gar nichts, weil wir wollen nach dem 10. Bonuspart nichts mehr weitersehen. Kann höchstens sein, dass noch ein 11. kommt wegen, wie gesagt, ne? Also für und an sich geht es mir eigentlich im Endeffekt nur darum zu sehen, wollt ihr noch mehr wissen, wollt ihr noch mehr über die Hintergrundstory zu wissen oder Nebenstory, dann lasst mir doch mal gerne einen Kommentar da. Na gut, aber bevor ich hier weiter noch darüber diskutiere, ob ihr das möchtet oder nicht und ob ich da noch weitere Parts mache, sehe ich erstmal zu, die Läden zu kaufen. Und warum ist so eine bedrohliche Musik? Liegt das an unseren hohen Geldeinnahmen? Also das, was wir hatten, gerade noch. Und dann hätte ich nämlich das, dass wir wieder angegriffen werden. Aus gemahlenen Muscheln und Fuchswurzel gegen Zahnschmerzen. Okay. So, hier hätten wir dann auch alles weitgehend abgefrühstückt. Dann hier drüben hin. Die Wohnhunde werden der Aralquellen von Tarantino suchen. Ein kürzlicher Temperaturanstieg hat die Therme unbenutzbar gemacht. Was in Gottes Namen hat das gesagt? Mehrere Opfer. Was in Gottes Namen hat das Und
So. Komisch, das ist wieder ziemlich ruhige Musik. Ah, den Schmied hatte ich vergessen zu kaufen, nachdem wir den Turm hier eingenommen hatten, ne? Entschuldigung, Leute. Kann auch mal passieren. Amici, warum kauft ihr nicht bei mir ein? Ich habe die beste Ausrüstung des ganzen Rione. Glaube ich. Wenn du es noch nicht mal weißt, warum soll ich dann bei dir einkaufen? Ne, also so... Von wegen glaube ich, also... Dann kaufe ich auch bei dir nicht ein, wenn du es nicht weißt. Tut mir leid. Scheiße! Ist das nicht gefährlich? Die Ratte in die Enge! Scheiße! Die Sache ist gerecht. Gott ist mit... Schöne Stiefel! Ich glaube, die behalte ich. Hä? Ach, dieses Gesicht wird mir auf... So. Tut mir leid, das war mir aber jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Hallo. Dann halt so. Manometer. So, und hier soll irgendwo dieser Mediziner sein. Das ist wohl meine gelungene Vorstellung. Hey, was willst du denn? Hier ist auch ein medizinisches Kreuz. Sehr unterhaltsam. Was tut ihr denn? Ach da. Heilige Maria. So. Und auch das haben wir jetzt gekauft. Wir haben noch 2 Minuten, um noch einiges uns zu holen, was hier in der Umgebung ist. Deswegen, hier ist noch ein Stall. Ja, eigentlich kann ich in die Richtung dann weiter hoch direkt. Heilkunde ist eine ganz erstaunliche Kunst. Euch wird nichts geschehen, Freunde. So, eigentlich können wir direkt in diese Richtung weiter hochlaufen, dann können wir auch den Rest noch holen. So, Pferdestall Nummer 2 gekauft. Ne, Nummer 3. Also Tra. N. Do. Tra. Ne? Oder so in der Richtung. Weil wir hatten ja am Anfang direkt der Story schon eingekauft mit dem Herrn da unterwegs waren. Und es gibt auch nur 9. Also daher ab dafür. So. Ende Do. Stress. Uno dos. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall 1, 2, 3. So. Schon ist alles vorbei. Ist ja meist wirklich so, ne? 1, 2, 3, alles ist vorbei, ne? Und manchmal ist das ja wirklich im Leben so. Naja. Und nein, keine Sorge, alles ist mit mir in Ordnung. Ich habe im Moment kein Liebeskummer oder sonst irgendwas. Also es ist nichts los. Warum ihr euch sorgen solltet, warum ich das jetzt gesagt habe. Das war einfach nur passenderweise zum Satz eigentlich angehängt. Aber macht euch um mich keine Sorgen. Aber ich könnte mal ein paar mehr Leute haben, die mir mal pushen bei Multiplayer-Sachen unter die Arme greifen. Ich weiß ja noch nicht. So, wir haben jetzt noch 1 Minute. Na. So, ich guck mal, ob hier irgendwo eine Bank ist, dann kann ich mich nochmal abheben. Da drüben. Preise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her. Ich verspreche euch, ihr werdet zufrieden sein. So. Die Minute rechne ich jetzt oben auf. Woher willst du wissen, dass ich aus dem Süden bin? Vielleicht bin ich auch aus dem Westen oder Osten. Ich würde ihn gern dorthin befördern. Oder aus dem Norden. So, und schon haben wir richtig schön viel Geld.
Was ich jetzt noch mache, ist hier kurz den Zettel abfrühstücken. Und mich hier hinten hin verpieseln. So! Schnell nochmal geguckt. Hier oben haben wir gar nichts mehr. Da drüben haben wir noch zwei Sachen. Da muss ich aber in die Richtung und nicht in die hier. So. 300 Meter. Das laufen wir zu Fuß. Und ich glaube, ich verabschiede mich auch bald mal. Warum ich nicht gleich über die Leiter gegangen bin, naja, egal. Manchmal wünsche ich, dass er einen Schritten höher springt. Schritten? In Stücken, sorry. So, können wir das hier auch kaufen? Nein, können wir schon nicht. Naja, egal. Das finde ich in Ordnung. Sonst finde ich ja immer vieles übertrieben, aber das finde ich zum Beispiel in Ordnung. Nicht wie heutzutage, dass einem komplett das verwehrt wird, wenn man jetzt quasi nichts hat, ne? Und ja, ich weiß, ich habe gerade mein komplettes Geld hierfür rausgeschmissen, aber, wir haben genügend Einnahmen und ich will nämlich auch jetzt Schluss machen mit der Folge heute, deswegen habe ich gerade mal mein Geld zum Fenster rausgeworfen. So, ich gucke mal ganz kurz auf der Karte, wo der nächste Bezirk wäre, wo ich noch kaufen müsste. Das wäre allgemein sowieso hier, heißt, wir gehen sowieso nach da oben beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag. Ich bin raus, euer Zeus, haut rein und ciao.